you tonight, I hope. And happy with you tomorrow. I'm going to survive alone. Thank you.
mit der Semmel aus unserer Forschungsküche. Er greift an die dimensionalen verkochten Löffel und schart damit ein primitives Quantum altbackener Semmelbrösel zusammen. Und nachdem er sich selbst skabuliert bei Sachen geschoben hat, tut er sich die Semmel sodann ins Hemd rein, er wendet sich zu uns um und er spricht. Manche Menschen mögen lieber Napfkuchen. Ich für meinen Teil habe davon weniger übrig. Gott, wer sieht denn diese riesige Leichenschnauze? Eines bis oben mit vollen Räten und Verzierung von Torten und gewässerte 7 Gramm schwere Kühe und Sättel. Ja, das Ganze nochmal. Und er quetscht eine 7 Gramm schwere grüne Rosette, zieht sich oben hin auf eine massige, aber ganz schöne Semmel, deren Form er selbst entworfen hat. Später sagt er, manche Menschen mögen ausschließlich Napfkuchen. Während ich dagegen sage, nicht auf Gottes grauer Erde ist so erhaben, wie dieser Prinz unter den Nahrungsmitteln.